den ersten Konzerten mit seinem Jugendkammerorchester in Zürich entsprechend, verfolgte Scheiche zuerst rein pädagogische Zwecke, denn er war bestrebt, einen klanglich einheitlichen Streicherkörper heranzubilden. Offensichtlich gelang ihm dieses Ziel, denn Publikum und Presse waren vom Gebotenen gleichermaßen begeistert. Vom 14. September 1917 ist eine Kritik der Zürcher Post erhalten geblieben, die erstmals ein Programm der nachmalig so charakteristischen Art dokumentiert. Die in den Worten des Kritikers trefflich aufeinander abgestimmten Künstler Walter Frey, Joachim Stuczewski und Alexander Scheichert spielten Schweizer Komponisten, nämlich Werke von Emil Frey, Hans Huber und Volkmar André. Direkt auf die Tonhalle-Bühne ist Scheichert nach seiner Zürcher Ankunft freilich nicht gelangt. 1964 erinnerte sich Fritz Herdy im Tagesanzeiger an die allererste Zeit in der Schweiz. Scheichert erhielt, nachdem wegen des Kriegsausbruchs 2 Wochen lang bei uns nicht gespielt worden war, durch einen Varieté-Agenten, der sonst vorwiegend leicht geschürzte Tänzerinnen vermittelt, eine Stelle als Stehgeiger im damaligen Café Splendid, dem heutigen Hungaria in Zürich, wo sein Vorgänger den Patron eines Morgens zu wenig devot begrüßt hatte und deshalb fristlos entlassen worden war. Man spielte, wie Scheichert mir erzählte, von 16 bis 23 Uhr und verdiente 180 Franken im Monat. Scheichert und Stuczewski saßen, bis sie sich finanziell erholt hatten, mit Vorliebe beim Frauenverein, wo es für 30 Rappen Brot und saure Milch gab. Nach einiger Zeit gelang Scheichert der Sprung vom Stehgeiger ans Konservatorium José Berr und das Emigranten-Intermezzo Kaffeehausmusik, dem er sich aus finanziellen Gründen bereits in Leipzig hinten herum gewidmet hatte, war für ihn zu Ende. José Berr, Pianist und Komponist aus Bayern, leitete von 1913 bis 1944 eine private Musikschule in Zürich, unter deren Absolventen auch prominente Namen wie der Komponist Rolf Liebermann oder die Pianistin Margret Weber waren. Hier nun fand Scheichert Arbeit, wobei man sich diese wohl eher als organisierten Privatunterricht, denn als eine reguläre institutionelle Position vorstellen muss. Immerhin aber hatte er renommierte Kollegen, etwa den Pianisten und Komponisten Czesław Marek, der seinerseits aus Prag kommend in Zürich gestrandet war. Marek wiederum pflegte Umgang mit Ferruccio Busoni, den der Krieg aus Italien nach Zürich getrieben hatte. Und in Busonis internationaler Klavierklasse schließlich studierte eine junge ungarische Pianistin namens Irma Löwinger, der ein Stipendium den Zürcher Studienaufenthalt ermöglichte und die in der gleichen Pension wie Scheichert an der Casinostraße ein Zimmer bewohnte. Am 15. Juli 1919 heirateten die beiden. Der glücklichen Ehe entstammten 3 Kinder, und es begann eine lebenslange, fruchtbare, künstlerische und pädagogische Zusammenarbeit. Ihr alle sprecht, direkt oder indirekt, vom hervorragenden Ruf des Alexander Scheichert. Herr Rudolf Isler, was machte diesen Ruf aus? Er hatte die Gabe, seine Schüler auf eine ganz besondere Art zu motivieren. Ich kann das nicht näher beschreiben. Aber vielleicht hilft dieses Beispiel. Wenn ich einen Auftritt hatte, kam er noch hinter dem Vorhang zu mir, spuckte mir 3-mal über die Achsel und schupfte mich dann regelrecht auf die Bühne. Das hat auf magische Art und Weise gewirkt. Das Lampenfieber war zwar noch da, aber dennoch empfand ich durch diesen Umgang Alexander Scheicherts eine gewisse Sicherheit. Herr Konrad Ulrich? Alexander Scheichert. Wir blieben übrigens ein Leben lang beim Sie. War ein blendender Pädagoge. Ich habe nie wieder einen besseren erlebt.
konnte völlig auf die Schüler eingehen. Er sah sofort, wo die Stärken, wo die Schwächen lagen, was man ausgleichen konnte und was nicht. Ich glaube, es ging allen so. Wir sechs sind das lebende Beispiel dafür. Ich kenne nur einen einzigen ehemaligen Schüler, der es mit Alexander Scheichert nicht konnte. Ich fragte ihn einmal, warum das so gewesen sei. Er sagte, ich bin einfach nicht mitgekommen, habe es aber ein Leben lang bereut. Alexander Scheichert war eine sehr intellektuelle Persönlichkeit. Frau Wittmer, warum ist er denn nicht mitgekommen? Alexander Scheichert bediente sich immer einer sehr bilderreichen Sprache. Er hatte einen unerschöpflichen Ausdruck, war zwar selbst sehr intellektuell auf der Höhe, aber wenn man nicht mitkam, hatte das sicher nichts mit dem Intellekt zu tun. Ich erinnere mich beispielsweise, wie er sagte, da muss Honig von deinem Bogen tropfen, dann wusste man einfach, wie es tönen musste. Frau Jenny Ebeling? Alexander Scheichert hat auch nie auf der Geige vorgemacht, wie man etwas zu spielen hatte. Er konnte bildlich so hervorragend erklären, dass sich ein Vorzeigen erübrigte. Wenn es gar nicht ging, berührte er einen am Arm, wie wenn es der Bogen wäre. Und dann gelang es plötzlich. Er hatte eine wunderbare Gabe, seine Vorstellungen in Worte, auch in Anekdoten zu fassen, so dass man einfach verstand, wie es klingen muss. Dieter Ulrich, Klavierstunde, ein Essay. Es regnet ein wenig und ich drehe mich langsam im Kreis. Nichts als der Kehrplatz am Ende einer ansteigenden Sackgasse, von der als einzig möglicher Ausweg eine geheimnisvolle Treppe den steiler werdenden Abhang durch Häuser und Gärten hinaufführt, um dort rasch im wuchernden Grün zu verschwinden. Es ist Jahrzehnte her, dass ich an diesem Ort gestanden habe. Es reizt mich keinen Augenblick, die regenglatten Stufen nach all den Jahren noch einmal hochzusteigen und zu erfahren, wer heute hinter dieser Türe wohnt. Sie könnte sich nicht mehr zu den gleichen Räumen hin öffnen wie damals, Woche für Woche, bis ich erwachsen war. Heute kann sie für mich nur noch ein kleines, fremdes Haus verschließen. Als sie das erste Mal vor mir aufschwang, war ich kaum siebenjährig und umklammerte die linke Hand meiner Mutter, die mit der anderen eine wohlgepflegte Dame begrüßte, die mühelos meine Großmutter hätte sein können. Wahrscheinlich bat die Dame uns direkt ins Wohnzimmer, den weitaus größten Raum des Hauses, der sich zum Garten hin durch eine Verandatür öffnen ließ. Links dominierend der kleine Stutzflügel von Steinway, zwischen den Fenstern ein englisches Kleinklavier und zur rechten, neben der Gartentür, eine Sitzgruppe, ein angenehmer in meiner Erinnerung meist etwas schattiger Raum. Ein Foto in Schwarz-Weiß, das Alexander Scheichert im höheren Alter beim Dirigieren zeigte, hing direkt neben dem Stuhl, von dem aus Irma Scheichert fortan mein Spiel verfolgen sollte. Genauso konzentriert, streng im Profil, wie seine Witwe von diesem Tag an Stunde für Stunde, Woche auf Woche neben mir sitzen würde, und ich weiß genau, wie mir am ersten Tag schon die verblüffende Ähnlichkeit zwischen den beiden auffiel. Meine Handspanne wurde geprüft, und da ich eine volle Oktave leicht greifen konnte, war ich angenommen. Keine große Überraschung, mehr eine Formalität für mich, denn die Dame war mir als Freundin meiner Eltern schon bestens bekannt und Alexander Scheichert, Sascha, war, so lang ich denken konnte, Freund und Leitfigur im Leben meines musizierenden Vaters. Also wurde ich Klavierschüler von Irma Scheichert, denn meine Musikalität wurde offenbar als geradezu genetische Ausweglosigkeit vorausgesetzt. Störrisch wie ein junger Esel muss ich ihr vorgekommen sein.
und dass ich bald schon überaus klare musikalische und stilistische Präferenzen und Abneigungen entwickelte, von denen viele sich bis heute kaum geändert haben, vereinfachte den Unterricht für sie nicht im geringsten. Und dann, eines Tages, die Klavierstunde der Wahrheit, unvergesslich. Sie hatte einiges vorbereitet, das auf dem Notenpult, über der Klaviatur und jenem Stuhl, auf dem sie selbst sonst saß, bereit lag. Und sie begann zu spielen. Ich habe sie nicht häufig wirklich spielen gehört, viel zu selten. Sie war scheu, zu bescheiden, um uns zu zeigen, wie unbeschreiblich präzise und inspiriert ihr Spiel auch nach Jahrzehnten geduldigsten Ausharrens neben so mittelmäßig begabten Schülern wie mir noch immer war. Haydn, Schubert und Schumann, von Chopin über Mendelssohn bis hin zu Debussy, segelte sie mit mir durch die Klavierliteratur. Sie spielte mit geschlossenen Augen, nicht fern entrückt, ganz konzentriert, erkennend und nicht schwelgend, entwarf sie mit mir suchend eine andere Musik, die mich zurückgewinnen sollte.